Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review und heute gucken wir uns mal den Herren an. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Das kürzlich erschienene Uncharted Thief's End soll ja der Hammer sein. Ich habe es leider noch nicht gespielt, wird aber so schnell wie möglich nachgeholt, denn ich bin ein leidenschaftlicher Zocker. Und der Grund, warum ich euch nur diese Statue heute hier präsentiere, ist im Prinzip der, dass ich mir die Collector's Edition nicht geholt habe, wohl aber ein sehr guter Freund von mir, der Nam. Dafür danke ich hier schon mal. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich baue hier ein bisschen um, wir switchen rüber und gucken uns die Figur mal genauer an. So, da wären wir auch schon. Und was bekommen wir also in der sogenannten Libertalia Edition für 150 Euro? Die Statue selbst natürlich, ein Steelbook, ein 48-seitiges Hardcover-Artbook, Sticker-Set, Multiplayer-Packs und zwar eine Menge davon und natürlich das Spiel selbst. Die Figur ist 28 cm groß und wurde von Gentle Giant hergestellt. Und was mir richtig gut an dieser Figur gefällt, sind die vielen Details. Der Ring, die Uhr natürlich, aber auch wenn man sich mal ganz genau die Fingernägel anschaut, richtig toll gemacht. Hinten natürlich am Waffengurt die Nieten. Ich finde es auch richtig klasse, wie das Longsleeve hier diese Falten wirft. Und mein persönlicher Favorit ist ja hier diese Survival Pouch. Und auch die Schuhe natürlich richtig toll geworden, finde ich. Auch die Hose wirft eine richtig schön dynamische Falte, sage ich mal, also mitten in der Bewegung. Und auch den Gurt haben sie richtig toll hingekriegt, massig an Details. Und da sehen wir die Base, dieses kleine Pflänzchen ist beweglich, ist ganz nett und ja, finde ich, passt. Und hier sehen wir Drake von hinten komplett und hier können wir auch schön den Farbunterschied unten an der Hose sehen. Die ist nämlich ein bisschen dunkler, so als ob er gerade durch Matsch und Wasser gelaufen wäre und das ist echt cool geworden. Hier sehen wir den Vergleich zwischen Drake und der Statue, das ist irgendwie falsch. Ja, das ist der richtige Vergleich. Natürlich ist das Bild aus dem Spiel ein bisschen dunkler jetzt, aber ich finde, so von den Gesichtszügen passt das schon. Das ist jetzt natürlich auch der falsche Winkel, aber ich finde, im Großen und Ganzen sieht man, dass es Nathan Drake ist. Ja, was bleibt zum Abschluss zu sagen? Also im Großen und Ganzen gefällt mir diese Statue echt gut. Die haben das Gesicht richtig schön getroffen, die Details sind auf jeden Fall echt toll, der Gürtel, die Uhr, der Ring, nicht? Und selbst so kleine Feinheiten wie im Prinzip das Weiße an den Fingernägeln, haben sie echt toll gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das alles in dem Paket 150 Euro wert ist. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es das diesmal nicht. Meine Prioritäten liegen jetzt auch ein bisschen anders. Aber ich kann das natürlich nicht schlecht heißen oder sowas. Also ich habe genug Special und Collectors Editions hier herumliegen. Also auf jeden Fall, wer das Geld locker machen will, kriegt auf jeden Fall eine super Statue. Der Content mit dem Hardcover Artbook und den ganzen anderen Gimmicks, das ist mal so eine Sache. Ich persönlich hatte nie irgendwelches Interesse an Online-Content oder sowas. Aber wie gesagt, die Statue ist auf jeden Fall richtig schön. So, das war's von meiner Seite aus. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Oben links geht's zu den Collectibles, oben rechts zur Comic-Sammlung. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.